So, von Jürgenhof geht's los Richtung Weserstadion. Wir laufen jetzt zusammen die gesamte Strecke ab. Mal sehen, wie lange wir brauchen. Eigentlich mal ganz schön hier so die Waldeinlagen zu sehen. Hatte wer da theoretisch hätte noch so viel Platz, sich vorbereiten. Ich verstehe immer nicht, dass sie sagen, wir hätten keinen Platz. Hier gibt es noch andere Leute, muss man so gucken, wenn so Leute kommen, dass ich das zur Seite mache, dass sie nicht so unbedingt auf dem Video drauf sind. Was natürlich schwierig ist, weil hier tausend Leute rumlaufen. Hier gibt es auch Sportanlagen. Ja, was eigentlich fast gar nicht möglich ist, ne? Überall Menschen. Hier sind die Sportler. Ich muss echt aufpassen, dass die Leute nicht raufkommen. Ne? Alle möglichen Sprachen sind hier, alle Nationalitäten, viele Sprachige. Ah, muss zur Seite gucken. Deutsche spielt da am Fahrrad. Ich glaube, die spielen da Volleyball. Jetzt haben wir mal eine kleine Ecke, wo man kein Mensch ist. Ah, wir sind schon über 2 Minuten unterwegs, okay. So, kann man hier hinten nochmal die anderen Anlagen sehen. Das sind andere Vereine, die sich hier auch mit breit gemacht haben. Das ist auch so ein Werder-Problem. Normalerweise müssten sie die alle zusammenfassen. Dann hätten sie genug Platz, sich auszubreiten. Gärten und sowas, müsste hier alles weg, müsste alles neu organisiert werden, wäre genug Platz da. Hochwasser ist ja schon noch ein bisschen das Problem, aber ansonsten verstehe ich das Problem hier hinten nicht. Ja, heute wird es scheinbar doch ein bisschen warm. So bis 21 Grad haben sie angesagt, um 15 Uhr soll Regen kommen und dann nochmal um 17 Uhr. Man kennt das ja von den letzten Tagen. Ne? Ist ja kein Sommer richtig. Wir haben ja eigentlich Herbst. Auch wenn man das jetzt nicht unbedingt auf den Bildern sieht. Ach, da kommen ja Leute, muss ich da aufpassen. So, wir mal hier hinten mal in die Anlagen gucken. Na, hinten kicken schon ein paar Fußballer. Kann man vielleicht sehen, da hinten ist irgendwas auf dem Trainingsgelände los. So, da sieht man mal eine schöne Sportanlage. Ich vermute mal, das ist das Baseball. Da kommt ein Fahrer. Müssen wir nicht mal kicken, ob wir jetzt hier gerade raus müssen. Ich glaube, wir müssen nämlich rum, da kommen die ganzen Strebergärten nämlich. Voilà. Rausschneiden ist nicht. Drin ist drin. Ich glaube, wir müssen hier rum. So.
Genau, den haben sie mal gemacht, den Bereich, für die Kinder, damit man sieht. So, auch noch ein älterer hier mit einem Hund. Das ist so ein typischer Typ, der nachher rummault, wenn er auf dem Video ist. Kicken. Da geht's. Also wir sind jetzt bei 5 Minuten 30. Das ist schon eine ganze Ecke, ne? Wir können mal hier auf dem Platz gucken. Das ist, glaube ich, hier dieser Platz 11 oder wie er genannt wird. Da hier, Platz 11. Korrekt. So sieht das aus. An der Seite. Ja, alles marode sein, muss ja alles neu gemacht werden. Leute, ich mache die Kamera zur Seite. Und hier kann man dann immer, wenn man unsere Spiele sind, so langlaufen, kriegt man umsonst einen Parkplatz, muss dann nichts für bezahlen, muss natürlich ein bisschen was laufen. Aber wenn Spiele sind, sind die Leute eh froh, wenn die ein Auto, ein paar Platz haben. Nur mal so als Geheimtipp. Da kriegst du eigentlich immer was. Haben die Ultras sich ausgelassen? So. Ach, wir sind gleich schon da, glaube ich. Ah, okay, ich sehe schon die ersten Leute. Ich meinte, dass ich da mal nach links gegangen bin. Muss ich gleich nochmal gucken. Da spielen die ganzen Jugendmannschaften, ne? Das sind Kiddies spielen hier, ne? Dass sie trotzdem Training haben am Tag der Fans, ne? Dass die Kinder dann nicht gerade, sag ich mal, Programme oder so kriegen, dann. Naja, gut. Ja, wir müssen über das Trainingsgelände ein Stück gehen, glaube ich. Oh, da hinten sehe ich schon was auf dem Boot. Das sieht schon nice aus. Die Jugend spielt. Ja, ja. Aufpassen, dass die Menschen nicht aufkriegt. Gibt mir ja größte Mühe, ne? Nicht alles werde ich schneiden können. Ich weiß gar nichts. Mit drauf ist es drauf, okay. So, mal schauen. Oh, jetzt langlatschen. Ich vermute mal, was Trainingsgelände ist, glaube ich, nicer, ne? Ja, das ist. Ach, da kann man zugucken gehen. Kannst bei den Kiki zugucken gehen. Auch ein Turnier oder was? Ja, scheinen auch keine Turniere zu sein. So, da sehe ich schon, dass wir das Stadion nicht wirklich abbrechen, obwohl wir gleich da sind.